Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute darf ich euch endlich den Wir für Sie Adventskalender vorstellen. Das ist dieser wunderschöne. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Wir für Sie Adventskalender kostet dieses Jahr 64,95 €. Wir haben jedoch Produkte im Warenwert von über 250 Tacken enthalten. Ich rechne euch das auch super gerne einfach mal aus. Ne? Ich habe ihn von der Parfümerie Rute zugeschickt bekommen. Vielen, vielen Dank, lieber Stefan. Und ihr könnt dort 5 Euro sparen, ab 50 Euro, mit Claudis Welt. Schaut super gerne einfach mal vorbei. Und ich darf auch in diesem Video etwas verlosen. Das ist eine kleine Surprise-Box mit diversen Proben und auch sehr luxuriösen Produkten. Und das hier ist auch eine sehr luxuriöse Tasche, nämlich ein kleines Gucci-Täschlein. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. So, wie schön sieht dieser Adventskalender aus? Das können wir mal kurz an dieser Stelle festhalten. Ich weiß noch, als ich den das erste Mal in den Händen gehalten habe und mir dachte, naja, was da wohl drin ist, aber mittlerweile weiß ich, dass wir hier sehr Großes erwarten dürfen. Der hat hinten dran auch einen 1A-Ständer, was ich total klasse finde. Und dann schauen wir mal in das erste Böckslein rein, was sich jetzt aber schon richtig schwer anfühlt. Oh, es kommt rosa raus. Von Déclaré eine Bodycare Handcreme, eine hautglättende Handcreme, 50 ml. Also über Handcreme in Adventskalendern beschwere ich mich eigentlich nicht mehr, weil ich brauche sie selber so intensiv. Durch die ganzen Adventskalender-Unboxings ist es halt so, dass meine Hände echt mitgenommen sind. Also Handcreme und ich, wir sind so. Da ist auch noch Q10 drin enthalten und Macadamia-Nussöl. Riecht ganz angenehm. Wie einfach gerade eine Zahl runtergegangen ist, wo Alien draufsteht. Ach, du ahnst es nicht. Die Nummer 2 habe ich jetzt erstmal hier. Und hier haben wir auch so Schneeflocken so mit drauf und halt auch drauf geprintet und so. Richtig schön gemacht. Oh ja, Juliet has a gun. Ego Straits, das kenne ich noch gar nicht. 5 ml haben wir hier drin enthalten. Und ihr wisst ja, alle Parfümminiaturen, die ich nicht selber behalte, verlose ich dann auch. Auch wenn jetzt gerade erst mein mega fettes Verlosungsvideo der 30.000 Abonnenten online gegangen ist, verlinke ich euch mal im i. Die nächsten Verlosungen werden auch noch richtig was in sich haben. Nun, hier habe ich auf jeden Fall das Juliet Has a Gun Ego Straight. Nein, Ego Stratus? Stratus? Ego Stratus. Man möchte es ja irgendwie auch Englisch aussprechen, ne? Geil finde ich hier einfach, dass du einen Sprayer hast. Finde ich großartig. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und falls ihr irgendwie so komische Geräusche hören solltet, da vorne liegt Mr. Wow und träumt. Und er bellt im Schlaf. Okay. Sensai steht drauf. Sensai ist drin. Und zwar das Total Eye Treatment. Da sind 2 ml drin enthalten. Und das finde ich großartig. Sensai ist so, so hochpreisig, Leute. Und ich hatte letztens erst noch eine Sensai Augencreme aufgebraucht. Oh, nee, da sind 2 verschiedene Sachen drin. Einmal das Sensai Refreshing Eye Essence und die Sensai Melty Rich Eye Cream. Wow. Okay, auf jeden Fall habe ich gerade erst was für die Augen aufgebraucht von Sensai, was sehr, sehr gut war. Und hier haben wir dann einmal die Rich Eye Cream mit 1,5 ml. Die ist dann wahrscheinlich so für nachts, für abends geeignet, würde ich mal so sagen, weil reichhaltig, ne? Und dann das Refreshing-Produkt mit 2 ml ist dann die Eye-Essenz, die Augen-Essenz für tagsüber. Hier haben wir die Nummer 4 und da steht Alien Goddess drauf. Da ist sicherlich nicht das Alien Goddess Parfum drin, sondern irgendwie, ja, irgendein Körperprodukt davon. Eine Perfume Body Lotion, 50 ml, finde ich großartig. Also das habe ich Bock drauf, wirklich. Denn ich glaube, dieses Parfum hat mein Dad meiner Stiefmom letztens erst zum Geburtstag geschenkt. Und ich habe, also, riecht voll gut. Leider keine Zwischenebenen. So klappt das dann immer ein bisschen runter. Der 5. Dezember ist sehr, sehr leicht. Hier haben wir etwas drin von Elizabeth Arden, New York. Advanced Ceramide Light and Firm Day Cream mit Lichtschutzfaktor 15. 5 ml haben wir hier drin. Das scheint ein neues Produkt zu sein. Da steht Nouveau drauf. Und so schaut das Tübchen einmal aus, was drin enthalten ist. Ja, eine Gesichtscreme kann man definitiv gebrauchen. Haben wir schon. Also ist natürlich cool, ne, dass du hier sogar ein bisschen Gesichtspflegeroutine auch dir zusammenbauen kannst. Also schön. Etwas von Art Deco verbirgt sich am 6. Dezember. Ja, es passt definitiv. Ne? Das ist so ein Rot, was aber auch ein bisschen ins Pinke reingeht. Von Art Deco 10 ml von dem Color and Care Nail Lacquer. 445 ist die Farbbezeichnung. Also ich würde schon fast himbeerig dazu sagen. Gefällt mir aber sehr gut. Ob ich das jetzt in eine 6 gepackt hätte, weiß ich nicht.
Die Nummer 7 fühlt sich auch wieder sehr leicht an, ist aber schön groß. Und hier haben wir ein Eyelash Awakening Serum drin. Also das soll unsere Wimpern aufwecken. Von M2 Beauté. Hier sind 2 ml drin enthalten. Und so schaut das einmal aus. Ich weiß nicht, wie da die genauen Inhaltsstoffe sind. Ich hätte mir die gar nicht durchlesen müssen, denn hier hinten steht drauf, dass da keine Parabene, keine Hormone, keine Silikone und keine Tierversuche drin sind. Und ja, ich verwende ein Wimpernserum mit Hormonen, was mir einfach richtig gut gefällt und was halt viel bei mir macht. Kannst du halt nicht verwenden, wenn du nicht auf Hormone abfährst oder wenn du halt sagst, Mensch, ne, Schwangerschaft, Stillzeit, da bin ich einfach mal raus. Die Nummer 8 darf jetzt machen, das ist Kracht. Biotherm steht drauf, Biotherm ist drin und das ist ein Duschgel. Das ist ein Refreshes and Energizes, also das mit 75 ml, das soll erfrischen und energetisieren, also schön für die Dusche am Morgen. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein weiteres Produktchen freuen, was gar nicht mal so klein zu sein scheint. Hildegard Brauchmann Nature Anti-Age Celebration Ampulle. 2 Ampullen sind hier drin enthalten. Hildegard Brauchmann macht wohl Kräuterkosmetik. Oh, das ist schon hübsch, ne? Da hast du 2 Ampullen drin, definitiv sehr gut geeignet zur Gesichtspflege und dann hättest du ja fast schon eine Gesichtspflegeroutine zusammen, ne? Du hast ein Serum, du hast Augencreme, du hast eine Gesichtscreme, läuft. In der Nummer 10 darf es mit einem kleinen Produkt jetzt weitergehen. Von Versace, Hallöchen Popöchen, Eros. Eau de Toilette, 5 ml sind hier drin enthalten. Ich weiß nicht, ist das Eros für Damen oder für Herren gedacht? Also von der Duftfamilie her, weiß ich jetzt so nicht. Ich weiß, dass viele von euch auch diese Flakons sammeln. Und ich glaube, hier werden wir sehr glücklich gemacht werden. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Das ist extrem cool. In der goldenen Mitte befindet sich die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Und hier habe ich wieder ein Tübchen drin von Ahava. Ich mag Ahava. Hier haben wir jetzt unsere zweite Gesichtscreme drin, die hydratisieren soll. Hyaluronsäure enthält sie. 24/7 Cream. Hier sind drin 15 ml. Ja, finde ich schön. Ich sage immer, 3 von einer Sorte dürfen pro Adventskalender enthalten sein. Also ist es auch in Ordnung, dass wir hier die zweite Gesichtscreme haben. Ich muss ehrlich sagen, dass vom Gefühl her waren hier doch sonst immer viel mehr Parfümminiaturen drin, oder? Wir haben jetzt nur 2, aber jetzt kommt ja erstmal die Halbzeit. Vielleicht geht es dann noch ein bisschen ab. Und die Halbzeit ist nicht nur groß, sondern sie fühlt sich auch wirklich schwer an. Oh, da ist auch was Großes drin. Von Issey Miyake. Ich kann das nicht wirklich. Ich habe Issey Miyake oder Issey Miyake. L'Eau de Sey, eine Bodylotion mit 75 ml haben wir hier drin enthalten. Auch das, die zweite Bodylotion ist vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, Issey Miyake ist ja auch eher so eine Parfümmarke. Dementsprechend haben wir hier auch was Parfümiertes. Sehr intensiv, riecht aber sehr, sehr angenehm und eine schlichte Verpackung, aber ein toller Duft. Ich glaube, bei diesem Adventskalender mögen wir alle sehr gerne diese kleinen Büchslein. Der 13. Dezember ist jetzt hier und da kommt uns natürlich auch ein alter Bekannter entgegen. Und zwar ist das, ohne es drauf zu sehen, Lancôme La Vie Belle. Wenn ich mich nicht irre, sind das 4 ml hier drin und das ist so ein ganz wunderschöner Flakon. Und ja, mag ich auch sehr, sehr gerne vom Duft her leiden, ist auch so ein Klassiker. Machen wir weiter mit dem 14. Dezember. Der fühlt sich auch gut an. Von Marbert, Germany, Body Care. Die zweite Handcreme, Bath & Body Classic, pflegende Handcreme, Nourishing, also zieht schnell ein, soll nährend sein, 50 ml. Das ist okay, ne? Haben wir eine zweite Handcreme. So kurz vor der Weihnachtswoche und so kann man das auch gebrauchen. Also schon, ja, 2 Handcremes ist okay, oder? Am 15. Dezember möchte Annemarie Börlind uns etwas kredenzen. Und zwar haben wir den Hydro Booster Intensivserum bei feuchtigkeitsarmer Haut enthalten. Mit 5 ml. Ich habe feuchtigkeitsarme Haut. Ich kann das sehr, sehr gut gebrauchen, dass man einfach einen Feuchtigkeitskick bekommt. Ne? Und hier haben wir auch so ein Ampullending drin, also nee, ein Pipettending, so meinte ich das. Finde ich großartig. Ne? Das ist sehr, sehr schön verpackt und ja, kann ich gut gebrauchen. Die Nummer 16, ja, das können wir auch sehr gut gebrauchen. Eine Parfümminiatur von Trussardi Perfumes ist das ein Eau de Parfum mit 10 ml hier drin. Sieht sehr ansprechend aus und ich meine, dass ich das auch schon mal hatte. Auch hier muss ich mir definitiv die ein paar Duftnuancen mal durchlesen, denn erfreulicherweise haben wir hier tatsächlich auch einen Sprayer am Start. Finde ich total klasse. Das riecht auch super pudrig angenehm. Das könnte voll was für mich sein.
Wir befinden uns nun eine Woche vor Heiligabend am 10. Dezember und da habe ich etwas von Molton Brown drin enthalten. Bath and Shower Gel ist das, mit Orange und Bergamotte, passt total. 30 Milliliter sind hier drin enthalten und ja, das ist ein toller Duft, der passend für die Weihnachtszeit ist und tatsächlich auch ein Unisex-Duft. Unser zweites Duschgel ist das, ja, finde ich gut. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember ist etwas sehr, sehr Leichtes hier drin. Hautstärkung gegen Rötungen, ohne Duft, Farbstoffe, Paraffine und so weiter. Dado Sense, okay. Sensacea Extra Care Gesichtsemulsion, 15 Milliliter. Ich sehe das jetzt einfach mal als Serum an oder ist das jetzt unsere dritte Gesichtscreme? Ich weiß nicht. Wie streng wollen wir das sein? Man weiß es noch nicht genau. Nee, finde ich aber gut, dass hier auch die Sensibelchen unter uns bedient werden. Ich bin ein trockenes Sensibelchen. Und ja, finde ich gut, ne? Das kann man auf jeden Fall ganz gut verwenden. Auf das gereinigte Gesicht auftragen. Also theoretisch ist es halt wirklich... oh, das kannst du so... Für Kuparose ist das geeignet. Ah, auch interessant. Was wollte ich sagen? Theoretisch kannst du das halt auch solo verwenden oder als Serum vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich kenne das Produkt nicht. Die Nummer 19 ist auch schön groß und relativ schwer. Okay, Skandal. Jean-Paul Gaultier, Le Parfum, La Lotion Parfumée. Okay, ich wollte schon sagen, 75 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Das ist auch wieder eine parfümierte Bodylotion. Die wievielte bist du denn jetzt? Die dritte, okay, ja, das ist in Ordnung. Finde ich sehr, sehr interessant. Vor allem kannst du auch durch diese Pflegeprodukte natürlich die Parfümprodukte nochmal kennenlernen. Und schauen, ob das was für dich ist. Ich rieche leider nichts durch. Ist auch noch komplett verschlossen. Ich glaube, ich werde die mal verwenden. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Doch, da hätte ich eigentlich echt Bock drauf. Also dieses Skandalparfüm reizt mich nämlich schon länger. Und auf geht's in den 20er-Bereich. Hier habe ich die Nummer 20 und da steht Azzaro drauf. Das ist... Azzaro Wanted Eau de Toilette Vaporisateur Spray. 10 Milliliter sind hier drin. Das ist ein Spray. Leute, also dieses Jahr haben wir hier wirklich viel von diesen Sprühdingern drin. Ne? Also zwei Miniaturen und drei Sprüher haben wir jetzt schon. Finde ich richtig, richtig cool. Kannst du nicht anders sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das mein Duft ist. Es ist ein maskuliner Duft. Okay, sehr maskulin. Wow. Das könnte vielleicht wirklich was für meinen Freund sein. Das wäre mal interessant. Der ist ja eigentlich eher so nur Boss Bottled. Mittlerweile auch dieses Tabak mag der auch total gerne. Mal gucken, vielleicht kann ich ihn damit auch etwas reizen. Am 21. Dezember dürfen wir uns über irgendetwas von Lancôme freuen. Ach, guck an. Das ist das Advanced Genifique Concentré Activateur de Jeunesse, also das Youth Activating Concentrate mit 7 Millilitern. Ein Klassiker, ne? Also das ist ein Serum, was ich sehr gerne mag. Ich bringe immer das von Estée Lauder und von Lancôme durcheinander, aber das hier ist das, was ich geil finde. Und ja, wunderschön. Auch hier wieder so eine Pipettengeschichte, ne? Finde ich toll gemacht. Das ist jetzt das zweite... oder dritte Serum, je nachdem, wie wir die Gesichtsemulsion bewerten. Das heißt, jetzt müsste es theoretisch genug sein, aber mal gucken. Die Nummer 22 ist mir eben schon ein paar Mal sehr positiv aufgefallen, weil sie immer runtergerutscht ist und dementsprechend etwas schwerer ist. Versace steht drauf. Versace ist drin. Und zwar ist es das Versace Parfum Dylan Turquoise Eau de Toilette mit 5 Millilitern. Das ist doch eine schöne Sache, oder? Und ich meine mich zu erinnern, dass dieser Flakon extrem schön aussah. Oh mein Gott, ja. Richtig, richtig cool, ne? Das ist so... Oi, oi, oi. Für alle Sammler da draußen ist es, glaube ich, ein Fest für die Augen. Und selbst meine Kamera kommt nicht damit klar, wie wunderschön das ist. Wollte gerade überhaupt nicht scharf stellen. Richtig, richtig, richtig hübsch. Ein Tag vor Heiligabend kommt uns hier Shiseido über die Füße. Mal gucken. Ja, wir dürfen uns noch ein bisschen pflegen. Das ist jetzt die dritte oder vierte Creme. Das weiß ich jetzt so nicht, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, ob das eine Creme oder ein Serum ist, ne? Vital Perfection Uplifting and Firming Cream, die ist gut. 15 Milliliter sind hier drin. Eigentlich großartig, ne? Diese Vital Perfection Reihe ist schon sehr, sehr gut. Und Shiseido, hallo. Ist natürlich geil, wenn du dich einfach nochmal einen Tag vor Heiligabend schön mit so einer hochwertigen Creme auch pflegen kannst. Das ist schon schön. Und auch schon überdacht vor allem.
überlegt und gut durchdacht. Doch, doch, das ist schon in Ordnung. Ja, komm. Weiche ich einfach mal meine eigene Linie aus. Und jetzt bin ich so gespannt auf den 24. Dezember. Ich gehe von der Mascara aus. Nee, für eine Mascara fühlt sich das viel zu schwer an. Was ist da drin? Ach, okay, das ist auch ein Klassiker. Lacoste Parfum, das ist eine Body Lotion 100ml. Ja, die ist toll, aber jetzt schon die vierte Body Lotion? Riecht halt gut, ne? Ja, das ist die vierte leider. Schade, Schokolade. Naja, trotzdem ist die jetzt hier in der 24 sicherlich ein cooles Produkt. Auch, dass man dann zu Heiligabend einfach ein Produkt bekommt, womit man sich dann nochmal eincremen kann. Eine Mascara oder ein Parfümgedönsen hätte ich ein bisschen mehr gefeiert. Aber ich möchte vieles tun, aber nicht mich beschweren, wenn ich mir hier das angucke, was auf dem Tisch steht. Ne? Wir haben schöne Gesichtspflegeprodukte, schöne Körperpflegeprodukte hier drin enthalten. Die Parfüms sind total großartig. Wir haben drei Miniaturen tatsächlich und drei Sprüher, sehr witzig. Da hat sich Wir für Sie tatsächlich an meine noch nicht vorher bekannte Regel gehalten, was ich sehr witzig finde. Also geiler Inhalt für den Preis. Ne? Also mit meinem Code bekommt ihr den ja für 59,95, was ich so krass finde für die Produkte. Also ich habe Bock drauf, einiges davon auszuprobieren und euch dann auch zu reviewen und dann auch was zu den Düften richtig sagen zu können. Wie findet ihr den Adventskalender? Schreibt das super gerne mal unten in die Kommentare rein. Also ich finde, dass er sehr, sehr schön befüllt ist. Wir haben keine Füllprodukte oder so ein Kram hier drin. Und das feiere ich bei dem halt sehr, ne? Weil das hast du normalerweise in dem Preissegment nicht. Ja, ihr Lieben, das wäre es ja schon gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.